Servus, grüßt euch, hier ist euer Franz. Ich möchte euch heute hier einen IHC 633A vorstellen. Der kostet 8.530 Euro, 30 Euro Unterhalt und 28 Euro die Stunde mit Mietmod. So, hier ist das gute Stück. Wie man sieht, es schwebt ein bisschen, was mich ein bisschen irritiert. So, ja, sieht es ganz gut aus. Ist vielleicht der Nullpunkt oder was nicht richtig eingestellt? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja, es ist die Kollision oder wie ist das so weit unten? Ja, Fronthydraulik funktioniert. Ist fix eingebaut. Mitte-Taste 7. Sieht man, also nur mit 7 muss ich dazu sagen. Kann man hier die Frontscheibe auf- und zuklappen. Dann kann man mit dem Numbit 9 hier die Tür auf- und zu machen. So. Starten wir mal. Linker. Funktionieren. Licht, das normale, jetzt ist das Blendlicht an, Standardhupe, wie man sieht, also leider schwebt da, bisschen irritierend, dass man mit der Außenkamera sogar unter die Map bei der Karte rein kann. Also, die Scheiben sind ein bisschen zu gräulich von innen. Sonst hier nichts animiert, außer das Lenkrad. Machen wir lieber die Scheibe vorne auf. Da kommt natürlich Frischluft. Abgas ist da leider nicht zu sehen. Vom Diesel. So, ja, passt das auch schon. Weil, das so halt nicht komplett am Boden ist, das ist ein leichter Manko. Reifenstaub und Spurenlichter auch. Rückfalt hat er keins und Bremslicht auch nicht. Vorderachse, ja. Bremsen funktionieren ganz gut, er rollt nicht aus. Sobald man vom Gas geht, bleibt er gleich mal stehen. So, jetzt bin ich runter, also bleibt gleich mal stehen. Ja Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schaut es wieder rein. Würde mich natürlich freuen, wenn ich euch Servus, grüß euch, euer Franz.